Es muss doch irgendwo sein. Ich sehe auf jeden Fall dich. Von dir rechtzeitig unten. Ich bin auf dem Gang. Ich weiß. Ich mach gerade mal Backtracking eher Richtung die Koordinaten, die eigentlich vorhanden sein müssten. Und schaue hier hinten in dem Bereich nach. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Ist doch nie mehr wahr. Ja gut, wir sind eine ganze Weile gerade ausgebuddelt, wo nichts zu sehen war, also... Oh. Nicht so toll. Damit. Nimm um mich selbst. Erinnere dich nächstes Mal ans F3. Ja, wir hätten hier beim Start im Level hätten wir ein F3 machen sollen. Das meine ich ja. Alles total unbekannt. Schade, dass du keine Boote in Lava nutzen kannst. Das wäre echt geil. Ich meine, so ein Metallboot oder so. Muss ja jetzt kein Holz sein. Muss ja nicht unrealistisch sein. Aber Lava wäre schon nice. Such du mal weiter, ich werde derzeit mal backtracken und Obsidian holen, dann machen wir hier an der Position Neues. Da, wo es hin soll? Ja genau, da, also das restliche Obsidian liegt in der zweiten Truhe hinten an der Wand. Also wenn du einmal komplett zum Haus zurückgehst, dann liegt da auf alle Fälle fertiges Obsidian. Rein theoretisch müsste ich mich nur umbringen. Dann wüsste ich, wo es wäre. Willst du das? Weil dann starte ich wieder im Wüstendorf. Ja, dann sind dann die ganzen Items verstreut und ich habe keine Kiste dabei. Ich könnte dir theoretisch alles geben. Ich bin aber schon auf halbem Wege wieder zurück. Wenn du mir sagst, wo du bist, könnten wir das machen. Ich denke mal, das wäre der beste Weg. Warte mal. Nee, ist Feuer. Keine Fackel. Nee, ich bin schon wieder vorne am Portal. Das geht schnell. Wo? Du sagtest zweite Kiste. Dann kann ich mir auch gerade eine neue Spitzhacke machen. Mach das. Das ist die. Na, durch Lava sollte ich nicht durchlaufen. Weil ich meine, ich habe eh nur ein Level im Moment, also von daher ist es mir eh egal, ob ich mich umbringe oder nicht. Aber damit wäre ich dann wieder im Bett. Und hätte die genauen Koordinaten. Wollen wir das nicht vielleicht machen? Weil dann kommst du dann einfach auf mich zu. Na, gib mir doch mal noch einen Versuch. Wenn das nicht klappt, können wir es immer noch machen. Sag mir wenigstens mal, wo ich hin muss. Eine Sekunde. Da, wo ich eben unten am Rand gestanden habe. Findest du dahin wieder zurück? Nein. War mir klar. Gib mir eine Minute, dann bin ich wieder an der Position, wo ich eben war und kann dir die Koordinaten nennen. Beziehungsweise orientiere dich an 304, 63, 8, minus 80. Moment. Dann lernst du das Koordinatensystem. Ich kenne das Koordinatensystem. Ich genieße nur gerade den Ausblick.
ist das schön. So, wo? 304? Dann so um die 60, 70 auf der Y-Achse und um die minus 80 bei der Z-Achse. Moment. Hallo? Ah, das ist die richtige. Oh, ich muss was essen. Ah, ich fahre mehr. Ich hab noch ein bisschen was ab. Ich bin noch gleich da. Jetzt wird es Zeit für gebratenes Hammelfleisch. Ja, ich finde die Karotten praktisch, weil du damit immer mal so eins auffüllen kannst und keine zwei verschwendest. So, ich bin jetzt genau da. Okay, ich müsste hier, ich müsste 301, 42, minus 61. Okay, das heißt, ich muss definitiv erstmal wieder tiefer. Ich bin jetzt gerade bei 414. What the hell? Was? Was ist? Nein, nein, nein! Töte mich nicht, töte mich nicht! Nein, 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 nein! Niemals! Niemals wirst du mich erwischen! Komm her! Merk dir mal folgende Position. 302. Hast du es gefunden oder was? Minus 41. War es direkt daneben oder was? So ein ganz kleines bisschen. Das ist wie mit der Neverfestung. Es ist an der errechneten Position, weil es ist das mit den zwei Fackeln, die ich positioniert habe. Wir waren... Oh, warte. Wir sind genau dran vorbeigelaufen oder was? Nicht ganz. Ich bin leider ein bisschen verkehrt. Und mit ein bisschen meine ich sehr. Also du hast es... Moment, ich bin gerade wieder rausgekommen, weil ich hatte die Nase voll und habe dann jetzt das Portal an der Position gemacht, wo es sein müsste. Aber leider 20 Blöcke off. Es hat aber trotzdem jetzt, als ich dann auf der Oberweltseite wieder reingegangen bin, mit dem connected, was hier im Meter positioniert ist. Hä? Kurzfassung, ich bin durch das Portal eben wieder reingekommen in den Meter und jetzt buddle ich mich gerade zu den Koordinaten, von denen ich weiß, wo wir eben waren. Okay. Gott, warum die Olle schießen immer noch auf mich? Alter, wo bist du? Ja, komm her. Wow. Lach nicht, ich werde hier gerade umgebracht. Ja, dann komm her. Ja, Tim, mit herkommen ist hier nicht. Ich. Wow. Ja, komm, stirb. Olle, oi. Ich hab sie umgebracht. Ich hab's geschafft. Hei, hei, hei. Kampf on life and death. Deine Theorie war richtig. Wir haben sie nur nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Das Portal ist an der errechneten Stelle. Nur 20 Blöcke höher. Sag ich doch. Ich hört ja keiner. So. Oh Mann. Ich laufe irgendwie falsch. Ich komme da aber nicht hin, weil ich keine Spitzhacke habe. Ich komme dir doch jetzt entgegen. Weil ich habe hier überall nur Felsen. Ja, ich komme doch. Ich bin ganz am, ich bin ganz am Boden. 32. Ja,
Ich muss gerade mal das Portal kaputt machen, was ich gerade getan habe. So, du bist 32. Die anderen beiden Koordinaten sind interessanter. Ich lauf gerade drumrum. Warte mal. Nee, das ist ein Mini-Pac-Man. Ich versuche gerade außen drum zu navigieren. Also, 315. Ich bin jetzt 315. 37 minus 481. Dann musst du in der Minusachse auf 60 gehen. Also auf dem Z. Ich komme dir entgegen. Ich buddel hier durch. Mach sagen, Kollege. Mach sagen. Oh, hier komme ich auch nicht mehr weiter. Drumrum. Sind nur noch Lavablöcke und so. Wie gefährlich ist das für mich mit meiner aktuellen Rüstung über... Ah ne, da hinten komme ich drüber. Oh ne, hier komme ich nicht vorbei. Wie gefährlich ist das für mich über Lavablöcke zu laufen? Kriegst Schaden, wenn du nicht schleicht. Wenn du schleichst, kriegst du gar keinen Schaden. Ich hab's überlebt. Oh, hier ist überall zu. Ich bin hier wirklich gefangen. Ich komme doch. Ich bin bei 200. Soll ich wieder zu 315 laufen? Ja. Was war nochmal die Z-Koordinate? Moment, sage ich dir gleich. Erstmal wieder zurück. So, jetzt bin ich ungefähr da. Minus 473. So, damit würde ich aber einen kurzen Cut machen, bis Speedy bei mir ist. Bis gleich. Du hast es geschafft. So, finden wir jetzt den Weg auch wieder zurück? Yep. Buddel dich hoch. Hallo. So, und jetzt machen wir uns auf. Also das heißt, ich kann die Bahnstrecke doch so bauen, wie wir das eben gemacht haben. Yep. Sehr praktisch, sehr praktisch. Oh, ich habe gerade ein viel besseres Gefühl. Hier komme ich raus. Mind your head. Da ist er. Yep. Du kriegst gleich einen Lavakoller. Krieg ich das? Dann freue ich mich schon mal. Das ist aber ein ziemlich weiter Weg. Ja, ich bin halt direkt von der Position aus gegangen. Und hier kriegst du den Lavakoller. Achtung, vorsichtig sein. Ho, 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 wie schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Brücke war vorher nicht da, nur um es mal klarzustellen. Das glaube ich dir. Und die Olle ruft, die Olle ruft. Ich will nicht, dass die Olle ruft. Halt die Klappe, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Runter und dann rechts. Gut, ich muss dann nur den Fackeln nachlaufen.
Das, was dich interessiert, ist das hier. Also ja. Hier der Punkt. Und dann, wie bin ich eben hier runtergekommen? Das... Also das ist das Portal, was ich eben verwendet habe, um das andere zu finden, weil das... Boah, wow, sie schießt, sie schießt, sie schießt, sie schießt. Fuck you. Wo ist sie? Da. Nein, 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 nein. Dann geh kurz zurück. Oh Mann. Oh, ich höre mich gerade am Aufladen. Scheiß Gas. Gib mir eine Sekunde. Ja, ich muss mich ja eh wieder beleben. Mist. Okay, die Schweinemänner sind mir nicht mehr stinkig. Okay, vom Dorf aus, wo muss ich lang? Geh durchs Portal und dann müsstest du direkt hinterm Portal sehen, wo ich gebuddelt habe. Oh, hier ist ein Gas. Lass mal das Lava wegmachen, Sekunde. Er schießt. So. Wo bist du lang? Hier sind zu viele Fackeln, ich bin total verwirrt. Erst deine Items, dann du. Dürftest ja noch relativ leer sein, oder? Nein. Aber ich habe auch nicht so viel dabei gehabt. Ich finde den Anfang nicht. Direkt beim Portal, wenn du direkt davor stehst, müsstest ja. Du, wenn rechtzeitig die Lavasäule ist, direkt hinterm Portal, müsstest du sehen, dass ich mich da in die Wand gebuddelt habe. Ah, okay. Den Weg. Dann hoppel ich mich mal vorwärts. Schlechte News, nicht alles hat's überlebt. Ja. Weil Lava daneben geflossen ist. Und muss ich mich die Hälfte deiner Rüstung und du hattest ja keine Spitzhacke mehr, aber dein Schwert hat's auch nicht überlebt. Echt? Muss ich mich hier fallen lassen? Nee, du musst einfach nur mir die Position gerade mal möglich machen, dann tue ich nämlich da jetzt eine Treppe drunter bauen. Hier, du siehst meinen Namen. Sorry, dein Schwert hat's überlebt, ich hab's in der Hand. Sehr gut. Ich sehe dich. Da, hier. Nach oben gucken. Rechts, da. Du bist fast direkt unter mir. Noch ein bisschen nach vorne. Vorne, vorne, vorne. Nein, andere Richtung. Da, da, da. Jetzt stehst du unter mir. Jetzt sehe ich dich, bleib da stehen. Hier lang. Gut, ich war auf alle Fälle schon mal daheim. Das ist schon mal sehr gut.
Also, der Tunnel, den wir primär gebuddelt haben, ist hier vorne. Hubala. Hier. Und dein Gang jetzt nach oben ist hier treppenmäßig. Sehr gut. Und deine Kiste liegt hier hinten. Ich hab die. Ich sperre gerade noch die Lava. Ach was, brauche ich nicht. Alter, ist der Gast wenigstens weg? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ja, dein Schwert habe ich noch. Und eine Schaufel und Karotten und ein Schild. Das sieht so ungefähr aus wie mein Inventar, ja. Gut, wenn deine Rüstung es nicht überlebt hatte. Bin ich doch relativ gut gestorben. Naja, gut, ja. Nur meine Hose hat es überlebt. Na nee, das Helm. Na gut, war ja nur Metall. Ist ja. Tut ja. mir wenn nicht Wenn wir in einer der nächsten Folgen mal wieder Diamantjagd machen. Ja. Gut. Da bereite ich dann noch was vor. Spitzhacke? Ja, also hier hinten. Bitteschön. Hä? Da. Hier. Sehr gut. So. Also. Das hier kannst du ignorieren oder kaputt machen, ist mir wurscht. Hier musst du dann hoch. Von hier aus weißt du ja, wie du wieder zurück zum anderen Portal kommst. Und hier unten den Tunnel. Da kannst du dich vernünftig anschließen. Also die beiden Richtungen weißt du in etwa. Das hier ist die Richtung des Todes. Weg damit. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zum anderen. Weil da liegt ja noch ein bisschen Material. Und dann würde ich von dort aus weiterziehen. Ja, also der Tunnel hier geht komplett bis hinten, dann kurz an der Lava vorbei. Da hattest du ja diese Schutzmauer gezogen. Das ist ein Weg von 2 Minuten zu Fuß. Ja, mit dem Zug schneller. Ja, das auf jeden Fall. Musst halt die Fackeln dann wieder wegmachen. Ja, und ich muss die Decke noch anzuhören machen, oder? Das sicherlich, aber dafür solltest du mindestens eine Effizienz 2 oder 3 Spitzhacke verwenden, weil du ansonsten dich dumm und dämlich baust. So, hier zurück. Dafür habe ich es mit Fackeln markiert. Das ist ziemlich weit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit wäre. Ja, hier den Bogen hätten wir nicht machen müssen, aber so hast du etwas landschaftlich anschaulich. Weil wir hier hinten ja eben durch die Decke gegangen sind. Übrigens, hier ist Lava in der Decke. Und dann ist hier vorne auch schon das Portal. Fertig. Sehr gut. Oh, klasse. Dann haben wir doch das gemacht, wofür ich dachte, dass wir eine Folge brauchen. Sehr nice. Ah, erstmal wieder Home Sweet Home Zone. Hm? Ich muss gerade mal vom Portal weg, ich höre dich nicht. So, jetzt. Sehr schön. Gut, damit haben wir es doch geschafft. Ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Gott sei Dank hat dieser Schrecken ein Ende. Ja, schönen Tag noch und vielleicht sieht man sich in I Will Survive oder New World. Ja, schönen Tag noch. Ciao.